Alois Schroll von der SPÖ ist am Wort. Dass sie sitzen bleibt nach den Energie- und Umweltthemen, aber scheinbar ist die Energieeffizienz und die Energie nicht so wichtig. Deswegen kann ich Sie nicht begrüßen, liebes geschätzte Hohe Haus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Liebe Kollegin Tanja Graf, jetzt wurde vieles angesprochen und du hast gesagt, und das ist mir jetzt ganz wichtig auch zu erwähnen, genau die Haushalte und genau die Gemeinden, nämlich jene, die schon wirklich Wesentliches aufgeräumt haben, was gepfuscht worden ist in der Pandemiezeit, haben jetzt die Gemeinden und die Haushalte übernommen bei der Photovoltaik-Installierung in den letzten Jahr, kann man sagen, seit dem 7. Juli, weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Marktprämienförderung wurde erst vorigen Sonntag die Verordnung freigegeben, wo es wirklich um große Parks geht, wo es um große Photovoltaikparks geht, wo es um große Windparks geht. Und soweit ich mich so ein bisschen von den Zahlen her erinnern kann, glaube ich, haben wir im ersten Halbjahr heuer ungefähr 20 Windräder aufgebaut und errichtet. Und das so viel und so weit zum Ausbau des erneuerbaren oder beziehungsweise der erneuerbaren Energiequellen. Und wir haben heute wieder eine neue Novelle beschlossen. Wir haben wieder Änderungen gemacht. Wie gesagt, das ERG ist noch immer nicht funktionsfähig. Haben wir schon, weiß ich, wie viele Korrekturen machen müssen. Aber Clubobmann von der ÖVP, August Wöginger, hat es gestern ganz richtig gesagt, es darf ja ein bisschen gescheiter werden. Wir haben seitens von der SPÖ in den letzten 1,5 Jahren immer bewiesen, dass wir konstruktiv mitarbeiten, dass wir lösungsorientiert sind und dass unsere Arme ausgestreckt sind. Es ist leider Gottes nur nichts passiert. Und wir haben es heute schon einige Male gehört, die Versäumnisse dieser Regierung, aber auch der zuständigen Energieministerin. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die grüne Umweltpolitik ist nur mehr eine Mängelliste. Und wenn man die Mängelliste aufzählen will, dann kann ich nur bei der Kollegin Doppelbauer weiterführen, was du, liebe Kollegin, schon angesprochen hast. Und wir haben sehr, sehr viel gemacht. Und liebe Kollegin Tanja Graf, wenn du sagst, unsere Gasspeicher sind zu 80% gefüllt und wir haben alles gemacht und wir haben alles und wir haben alles gemacht und es haben alle alles gemacht, dann kann ich nur sagen, ich würde mir die Pressemeldungen vom zuständigen Vorstandsdirektor anschauen oder anhören und durchlesen. Der sagt, wir haben zwar 80% der Speicher gefüllt, aber es wird nur rund die Hälfte für Österreich verwendet werden. Sogar wie er gefragt worden ist, na, ob es dann auch denn für heimische Betriebe sein wird. Nein, ist es nicht. So, dann gehen wir weiter. Wir haben gemeinsam die strategische Gasreserve beschlossen hier im Hohen Haus. Nach meiner parlamentarischen Anfrage, die ich Ende August zurückbekam, waren es genau 1,9 Terawattstunden von 20, die befüllt waren, nicht einmal 10%. Angeblich sollen es jetzt bei 7 Terawattstunden sein. Die genauen Zahlen erfahren wir nicht und wissen wir nicht. Und dann, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und da gebe ich der Kollegin Doppelbauer völlig recht mit einem Zwischenruf, dann stellt sich die Regierungs- oder die Koalitionsfraktionen her und sagen, das haben wir geschafft, weil wir unabhängig waren sind vom russischen Gas, weil es ist auf irgendwo hergekommen. Und dann erzählt uns noch die Frau Bundesministerin, es ist ja von Norwegen gekommen, weil die OMV hat jetzt ja 40 Terawatt die Pipelines gebucht. Nicht korrekt und stimmt so auch nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundesministerin, die abwesend ist, ich wäre ihr den Erfolg wirklich so vergönnt gewesen, als Vater einer Tochter, aber als auch jetzt gerade kürzlich gewordener Großvater, weil wir hier nicht über eine Existenzfrage, sondern und auch nicht über parteipolitische Fragen sprechen. Aber, und gerade deswegen, weil dieses Thema so wichtig ist, muss ich dir vorhalten, liebe Frau Ministerin in Abwesenheit, du bist eine große Bundesministerin beim Reden, aber kleine Bundesministerin beim Umsetzen. Und 365 Tage
ohne Energieeffizienzgesetz, was würde der Anstand wählen? 365 Tage ohne Klimaschutzgesetz. Wen würde das Klima wählen? Waren eure Plakate bei der letzten Nationalratswahl? Ich kann euch sagen, sicher nicht mehr die Grünen. Danke. Alois Schroll von der SPÖ, der Energiesprecher mit sehr viel Kritik an den Grünen und an der nicht mehr anwesenden Energieministerin Leonore Gehwessler. Er kritisiert die Säumigkeit der Regierung. Grüne Umweltpolitik ist eine Mängelliste, so der Abgeordnete Schroll.